Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge AKF. Wir sind heute hier mal beim Hartweizen Emma Dinkel und wollen uns den heute mal angucken. Und ich habe heute Stefan hier von der Firma IG Saatzucht und er wird uns noch ein bisschen was zu den Sorten erklären. Wir werden noch ein bisschen über die Eigenarten dieses Getreides sprechen. Wir sind jetzt hier gerade beim Hartweizen. Wir haben gerade schon mal ein bisschen gesprochen, wann der reif ist. 2-3 Tage, eventuell noch mal einen Tag 30 Grad wäre gar nicht schlecht, aber es sieht eher nach Regen aus. Also du sagst, ich bin der Einzige im Norden hier, der euren Hartweizen anbaut. Normalerweise findet man den ja ein bisschen südlicher, ne? Ja, mehr die Region Sachsen-Anhalt eigentlich und dann den Süden runter, ja. Genau, der braucht so ein bisschen wenn denn auch ein bisschen wärmere Wetter. Aber kannst du uns so ein bisschen was zu Diadur sagen? Wir haben ja hier den Diadur stehen. Habt ihr noch andere Hartweizensorten oder ist das euer populärster oder warum hast du den hier ausgewählt? Also wir haben noch den Durufinus, der ist schon ein bisschen älter. Das ist jetzt der Diadur. Das ist so ziemlich das neueste Material, was wir haben und auch das leistungsstärkste. Also Diadur zeichnet sich tatsächlich auch aus durch sehr hohe Grießausbeuten, durch eine sehr gute Ganzglasigkeit, was sehr wichtig ist bei den Sorten, also auch gerade so für die Nudelproduktion, da will man das haben. Er hat eine unheimlich gute Sortierbarkeit, das ist eine ganz große Stärke und mit Note 7 im Ertrag ist er auch wirklich einer der ertragsstärksten Hartweizen. Genau, viele werden sich jetzt fragen, ja, warum wird er denn nicht häufiger angebaut? Es ist häufig so, dass die Vermarktung immer so eine Problematik ist wie im Norden. Hier spielt sich eigentlich immer nur alles ab 100 Hektar ab, muss man ehrlich sagen. Und dann ist es so, der ist sehr wetterempfindlich, ne? Also da darf es im Sommer nicht viel raufregnen, ne? Er verliert halt dieses typische Ganzglasigkeit dann, wenn wir zu viel Regen haben in den, genau. Und deswegen ist es der Trend mehr in Mitteldeutschland zu sehen, wirklich vom Anbau vom Diadur. Genau, wie seht ihr den so in der Düngung? Der ist ja schon sehr, sehr proteinreich. Also Hartweizen schafft ja schon sehr, sehr hohe Proteinwerte. Sagt ihr eher so wirklich Hauptaugenmerk auf die Qualitätsdüngung? Oder ja, Hauptaugenmerk ja, in die Qualitätsdüngung, ja. Mhm. Okay, wir gehen mal weiter rüber. Sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Erinnert fast schon ein bisschen eher so an spanischen Weizen, wenn man den so sieht, ne? Ist schon... Die Pflanze ist an sich sehr dunkel, überall sehr grannig, deutlich auch sehr grannig, aber lässt sich halt normal und vernünftig ausdreschen. Ne? Gut, gucken wir mal weiter. Da vorne haben wir nämlich den Emma. So, hier haben wir den roten Hahnfelder. Wir gehen vielleicht mal ein bisschen ein Stück weiter rein, weil hier vorne haben wir natürlich so eine extreme Brandstelle. Die ist natürlich nicht ganz so repräsentativ. Hier weiter oben wird der Boden dann nachher auch mal ein bisschen besser. Das sind natürlich Pflanzen, die können nicht absolut krass gut mit Dürre um, ne? Also so, oder? Doch. Also gerade der Emma ist auch was für leichtere Standorte. Gerade auf schweren Standorten hat man beim Emma manchmal die Problematik, er wird halt sehr lang. Gerade der rote Heidfelder ist ja, eine sehr lange Sorte und dann könnte es halt auch Probleme in der Standfestigkeit geben. Ja. Wir haben ja hier zwei Sorten hingestellt, die hast du ja ausgesucht. Sag mal, warum hast du gerade den genommen? Also ich bin ja zu dir hingegangen und habe gesagt, Mensch, ich suche was für die Direktvermarktung, für Mehle. Warum hast du gerade die beiden ausgesucht? Also es sind beides qualitativ sehr betonte Sorten, wobei ich sagen muss, wir haben hier den roten Heidfelder. Das ist mehr der Typ, der in Richtung Masse geht, mit guten Qualitäten. Drüben nebenan haben wir den Ramses, was ein schwarzer Emma ist. Und der ist halt der absolute Qualitätstyp. Hat sehr hohe Rohproteingehalte, hat sehr, sehr hohe Feuchtkleberwerte, was die Mühlen natürlich wollen. Es ist ja oft so, dass, sag ich mal, oder die meisten Landwirte bauen ja wirklich den Emma an und verklären halt im Vorfeld die Vermarktung. Das ist halt ganz wichtig. Also man sollte Emma oder diese Kultur nicht unbedingt anbauen, wenn man sie nicht gerade eigenvermarkten kann oder sich im Vorfeld jetzt nicht gerade bewusst ist, wo man... Das ist auch ein Punkt, den haben mir die Zuschauer gerade letztes Jahr gesagt, als ich hier den Dinkel gesät habe, haben die gesagt, lasst bloß die Finger davon. Der Dinkelmarkt ist gerade komplett übersättigt. Genau. Die werden die Ware nicht mehr los, die bekommen die Preise nicht mehr. Ist verrückt, gerade weil der Verbraucher jetzt so hört, Dinkel ist total im Trend und ist so nachgefragt. Aber man hört dann doch, die Märkte sind schon sehr klein. Das heißt, wenn die Landwirte sie umstellen, dann fallen die Preise, dann werden sie die Ware nicht mehr los, will niemand haben. Deswegen ist das manchmal total toll, Sonderkulturen anzubauen. Das ist eine andere Herausforderung, aber die Vermarktung ist eigentlich die größte Herausforderung. Richtig. Ja? Gerade jetzt auch im Dinkel, wo du es ansprichst, Hannes, die Händler liegen aktuell noch mit Ware voll für 22, 3, oder von 22 für 23, teilweise noch die Produktion für 24.
Deswegen sehe ich im nächsten Jahr den Dinkel auch noch nicht weiter steigen, vermutlich erst im übernächsten Jahr. Genau, jetzt werden wahrscheinlich einige Landwirte zurückrudern und sagen, nee, den baue ich nicht mehr an, den werde ich nicht mehr los und wieder auf normalen Weizen oder andere Kulturen gehen. Und letztendlich beruhigt sich dann der Markt schon wieder. So, jetzt sieht das so am Ende aus, wenn die nachher in den Spelzen sind. Das muss dann entspelzt werden. Und das ist ja im Prinzip auch die nächste Herausforderung. Selbst wenn man sich so denkt, komm, baue ich ein bisschen an, vermarkte ich selber, ich brauche trotzdem eine Entspelzung oder jemand, der mir das macht. Ne? Ja. Genau. Und ich habe letztens mal im Video auch übrigens gesagt, ich werde was vom entspelzten Saatgut da lassen und das dann drillen, ist ja deutlich einfacher. Haben mir aber viele von abgeraten tatsächlich. Also die haben gesagt, das büßt wohl massiv Keimfähigkeit ein. Das ist korrekt. Da gibt es aber solche und solche Meinungen, da hat jeder Betriebsleiter auch teilweise seine eigenen Philosophien. Also es gibt Leute, die wollen das Saatgut wirklich immer entspelzt haben und es gibt Leute, die sagen, hey komm, ich drill's lieber in der Fäse. Oft ist es ja teilweise so, dass die Drillmaschinen Probleme hatten, die Fäsen auszudrillen, die Saatstärken irgendwie in den Boden zu bekommen. Ne? Da ist es natürlich mit entspelztem Saatgut deutlich besser. Ansonsten keimt es in der Fäse genauso gut. Bietet ihr das auch direkt als Vermehrer an, dass ihr sagt, wir haben auch entspelzte Ware, ist zwar ein bisschen teuer, muss man ein bisschen mehr drillen? Wir selber nicht, wir lassen das dann in Lohnentspelz, man könnte es aber anbieten, ja. Okay. Das heißt, wenn jemand sagt, Mensch, das will ich mal ausprobieren, aber mit meiner Drille geht es absolut nicht, könnte man eine Brücke bauen. Genau. Ja. So, wir gehen mal rüber zum nächsten. Das ist der Ramses, richtig? Genau. Wir haben nämlich, wie ein Zuschauer hervorragend festgestellt hat, waren letzte Woche in der anderen AKF waren die Schilder vertauscht. Man sieht es hier auch ganz deutlich. Ramses ist halt ein schwarzer Emmer. Man kann es über die Ähre wirklich schön sehen. Wie gesagt, ich hatte es ja eben gesagt, Ramses ist das absolute Qualitätsprodukt bei uns aus dem Haus. Mit sehr hohen Rohproteingehalten und unheimlich hohen Feuchtkleberwerten, was die Mühlen halt total gerne abnehmen. Also wirklich das Qualitätsprodukt. Was ich auch so feststellen konnte, die beiden Emmer-Sorten doch sehr sauber. Die haben kein Fungizid bekommen. Ja. Gar nicht. Also so wie auch der Informer, der ja daneben ansteht. Gar kein Fungizid und da drüben im Dinkel war schon ein heftiger Mehltaudruck. Ja. Da habe ich eine Behandlung gefahren. Ansonsten ganz klassisch hier nur Wachstumsregler einmal und normal gedüngt nach Isaria Sensor. Und jetzt steht er hier. Weiß ich nicht, rein optisch würde man sagen, ist ein bisschen dünn, aber ich glaube, dieses Jahr ist auch ein Jahr, wo viele Triebe reduziert worden sind. Also wenn man hier reinguckt, hier sind natürlich viele abgestorbene Triebe drin. Wenn ich den Emmer und Dinkel-Vergleich, den ich letztes Jahr bei euch auf den DRG-Feldtagen gesehen habe, das war ja, natürlich das gut, natürlich der wird beregnet, der hat einen anderen Boden gehabt, da waren natürlich so eine lange Ähren dran. Ne? Aber ansonsten sagst du, kann man angucken, von der Optik, hast du viel Emmer in Mecklenburg-Vorpommern? Wenig, auch wirklich wenig, aber es sind vereinzelt Betriebe, die wirklich Emmer machen. Es gibt welche, die haben sich spezialisiert, die machen es ein bisschen im größeren Stil, aber ansonsten sind es wirklich... Ist es schon ein Nischenprodukt, muss man so sagen, oder eine Sonderkultur, wie du es sagst. Genau. Definitiv. Wir haben hier nicht weit von hier ungefähr eine Stunde. Da gibt es einen Betrieb, glaube ich, der macht 400 Hektar Dinkel oder so, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob er es noch macht. Aber zurzeit aktuell sind sie ein bisschen runtergegangen und sind irgendwie auch nur bei 50 oder 60 Hektar. Ach, tatsächlich. Aber sogar mit Entspelzung und alles drum und dran. Richtig. So, der sieht jetzt so aus. Und da ist natürlich deutlich dunkler, ne? Ja. Die richtige Herausforderung soll nachher erst beim Dreschen kommen, tatsächlich. Also das Ganze wohl durch die Siebe zu bekommen, ist wohl eine Schwierigkeit an sich. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gedroschen. Also bist du da mal mitgefahren, wo es gedroschen ist? Nee, ehrlich gesagt bin ich da nicht mitgefahren, da kann ich dir jetzt nicht so viel zu sagen. Aber das wäre mal interessant. Aber gucken wir uns an, der ist ja auch bald gut. Gucken wir mal ins Korn rein. So, also die Fingernagelprobe besteht ja noch nicht. Man kann ihn noch deutlich eindrücken, hier den nicht. Aber den anderen konnten wir eben hier richtig gut zerreiben teilweise. Ja. Also der hat noch ein bisschen was vor sich. Wir kriegen da hinten auch wahrscheinlich Regen, so wie man es sieht. Und dann gibt es wahrscheinlich auch 5 Tage wechselhaftes Wetter, sodass der ja vielleicht auch ein bisschen länger dann noch stehen muss. Das ist natürlich etwas, was wir im Sommer vielleicht gar nicht so gerne haben, ist ja der Regen. Klar, Mais, Sonnenblume freut es so ein bisschen. Aber denn lieber so, wenn man es sich wünschen dürfte, einmal 50 mm, eine Woche trocken, dann kannst du wieder ordentlich ernten. Und dann geht es wieder weiter, dann könnten wir wieder 50 mm. Aber wir haben jetzt die ganzen letzten Tage immer so 1 mm, ein halber, 1, 2, so das, was von der Sonne halt verdunstet, aber man selber gar nicht viel von hat, ne? Macht vielleicht der Strom ein bisschen mürbe, aber du stehst halt auch immer wieder, ne? Genau, und kommst nicht richtig voran und sowas wie Mais und Sonnenblumen haben natürlich nichts davon, ne?
Erzähl mal was zum Dinkel. Dinkel sicherlich eins der nachgefragtesten Produkte, oder? Also gerade wenn es so in spezielleren Bereich von Getreide geht, ist Dinkel sicherlich auch viel gefragter als zum Beispiel ein Emmer oder ein Hartweizen. Auf jeden Fall. Also ein Dinkel ist schon deutlich gefragter als jetzt die Emmer oder der Hartweizen hier in der Region. Das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz, in diesem Jahr ist die Nachfrage nach Dinkel wirklich relativ gering. Weil, wie gesagt, wir hatten es ja eben auch schon gesagt, momentan liegen die Verarbeiter voll mit Dinkel und haben ausreichend Ware. Ansonsten finde ich Dinkel eigentlich eine sehr interessante Kultur. Ist genau das gleiche wie beim Emmer. Es gibt Ware im Spelz, es gibt Endspelzeware. Dinkel haben wir auch mehrere Sorten im Vertrieb. Wir stehen jetzt hier im Frankentop, das ist eine der neuesten Sorten. Eine sehr, sehr hochwertige Sorte von der Qualität. Also beim Dinkel ist immer das Problem so ein Stück weit die Fallzahl. Und da hat er wirklich höchste Einstufung jetzt mit Note 9. Auch im Sedi eine 8, was für einen Dinkel wirklich sehr, sehr gut ist. So, damit wir jetzt hier euch keinen Schmuh erzählen, haben wir beide tatsächlich nochmal nachgelesen, weil wir waren nicht ganz sicher. Also die Fallzahl gibt im Prinzip an, also wie wird die gemessen? Im Prinzip wird ein Mehl mit Wasser vermengt und dann gibt es ein definiertes Gewicht, was runterfällt, und die Fallzahl ist tatsächlich die Zeit, die benötigt wird. Und letztendlich sagt das aus, wie gut die Stärke bindet, das heißt, wie gut das Ganze zusammenhält. Und beim Sedimentationswert ist tatsächlich, wird Mehl mit Milchsäure vermischt und wie weit das aufquillt, also wie gut der Teig tatsächlich quillt. Also man möchte einen Teig, der gut quillt, der gut klebt und ja, proteinreich ist. Genau. Ja, genau. So, das haben wir erörtert. Also wir waren bei der Sorte, waren wir stehen geblieben, die haben wir festgestellt. Wie sieht das aus mit Düngung, mit Pflanzenschutz? Was ist bei dir zu beobachten oder was hast du bis jetzt beobachtet über den Dinkel? Also ist es auch so, dass du sagen kannst, ja, Dinkel ist ein bisschen anfälliger Mehltau, oder nö, ist sortenabhängig? Das ist sortenabhängig. Also es ist wirklich wie auch beim Weizen. Jede Sorte hat ihre Einstufung in den Krankheitsbildern und da muss man eigentlich sortenspezifisch hingucken dann. Der Frankentop per se ist jetzt eigentlich eine relativ gesunde Sorte. Okay, wir haben den ja auch relativ spät gedrillt, muss man sagen. Normalerweise ist der Aussaatzeitpunkt ungefähr, ich würde sagen, 2-3 Wochen früher. Ich glaube, das war hier um den 20. Oktober, müsst ihr nochmal nachgucken. Ja, ich sag mal, bis Mitte Oktober kannst du den Dinkel eigentlich gut drillen. Ende September, genau. Anfang Mitte Oktober ist eigentlich hier ein optimales Aussaat. Hartweizen war schon sehr spät, ne? Ja. Also Hartweizen war schon sehr spät. Gut, hier ist zuletzt jemand durchgegangen, durchgefahren anscheinend. In den letzten Wochen haben wir festgestellt, gefühlt eine halbe Schulklasse. Mhm. Also ich glaube, da haben sich mehrere hier das Ganze angeguckt, weil das war ich nicht. Also würde ich mal vermuten, hier war eine größere Gruppe und haben sich das hier angeguckt. Man kann vielleicht auch sagen, dass es auffällig war hier mit dem schwarzen Streifen. Wahrscheinlich, und dann ist man wahrscheinlich hierher gegangen und hat sich das Ganze angeguckt. Gut, Leute, das war erstmal eine grobe Vorstellung. Also auch der Dinkel übrigens im Spelz muss entspelzt werden und kann dann verarbeitet werden. Das ist so im Prinzip ja auch da die größte Hürde. Ansonsten ist der Anbau, seht ihr ja selber, der steht mitten in einem Weizenschlag drinne. Das ähnelt sich schon. Man muss da ein bisschen aufpassen, welche Mittel sind zugelassen als Herbizid, welche Mittel sind als Fungizide zugelassen, als Wachstumsregler. Oftmals ist es so, dass wenn man zum Beispiel den günstigen Nachbau nehmen möchte, als Mittel, der denselben Wirkstoff hat, aber meistens nicht geprüft ist und hat darauf keine Zulassung, meistens muss man dann auf Markenprodukte zurückgreifen, die dann ein bisschen mehr Geld kosten, so wie hier. Also ich musste tatsächlich alles als Marke fahren, weil der Vergleich sozusagen, der günstige Nachbau keine Zulassung drauf hat, weil die Firma es nicht prüfen lassen hat. Ne? Gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wir sagen danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.